Willkommen zurück zum wilden Zimmer-Umstyling. Wie geil sieht es bitte aus? Okay. Die Wand müssen wir auch noch kaputt machen. Gefunden, Ari. Ach du meine Güte. Ich bin so unfassbar dumm. Zimmer Umstyling Folge 1, Staffel 2 geht jetzt los. Wir wollen ja mein Zimmer zusammen umstylen. In der heutigen Episode das Moodboard. Deshalb gehen wir zuerst auf Pinterest und machen uns eine reizende Pinnwand dafür. Ich habe sie einfach Zimmer Umstyling Staffel 2 genannt. Und dann habe ich gleich angefangen zu suchen. So, was ist der neue Vibe? Was ist die neue Ästhetik? Jungs, Besties, ihr glaubt es mir nicht, ich habe so viele schöne Bilder einfach gefunden. Zu 100% hole ich mir irgendwie so Kristalle und so LED-Lichter für mein Zimmer. Und ich habe so viele Sachen gefunden, die ich nachbauen will. So viele DIYs habe ich gefunden, so Schälchen oder Wolkenlampen. Wie geil sieht es bitte aus? Und dann bin ich auch schon fertig. Ich glaube, ich bestelle auch gleich schon die ersten Sachen. Die Wand machen wir jetzt kaputt. Willkommen zum Zimmerumstyling. Die Taschen müssen erstmal ab. Nummer 1, Nummer 2. Ciao, Kakao. Und das war's. Der Spiegel kommt auch erstmal weg. Ich glaube, ich mache dieses Kuschelige weg und mache was Neues drauf. Oh, ich habe mein Lipgloss gefunden, Ari. So ein Vollidiot. Bitte ist nichts passiert. Oh, es ist noch alles gut. Es ist alles gut. Weil das ist halt mein absolutes Lieblingsbild. Ich liebe dieses Bild. Das reißen wir auch ab. Keine Ahnung, warum. Ich hatte hier einfach so viele Lipglosse drin. Kurzer Zwischenstand. Check. Jetzt ist alles nackt. Weiter geht's mit dem Zimmerumstyling. Ich will meine ganze Wand voll machen mit meinen Lieblingsliedern. Als erstes Album muss ich Thank You Next machen. Ich habe extra so Plexiglas gekauft. Das drucken wir einmal aus. Vielen Dank. Bitte keine Fragen dazu, warum unser Drucker in der Küche steht. Das bleibt unter uns. Dann so schwarze Marker. Ich klebe das einfach auf mein iPad. Jetzt kann ich das einfach so abmalen. Das wird jetzt wackelig. Das Cover noch draufkleben. Wie geil sieht es bitte aus? Ich muss noch viel mehr von denen machen. Schreibt gerne eure Lieblingslieder oder Albums in die Kommentare. Danke. Die Wand müssen wir auch noch kaputt machen. Willkommen zurück zum wilden Zimmerumstyling. Ja, was das ist, ich weiß es nicht. Bitte keine Fragen. Wir reißen das jetzt ab. Habe ich das dran betoniert? Gewalt ist keine Lösung. Mir ist gerade was aufgefallen. Alle diese Poster sind auf Spanisch. El misterio de porque se... Es ist Spanisch. Ich kann kein Spanisch. Also hoffentlich war das jetzt keine Beleidigung. Oder? Trennungen sind nie einfach. Ciao, Kakao. Die Wand ist jetzt nackt. Die Albumcover und das Efeu kommt jetzt an die Wand. Willkommen zurück zum wilden Zimmerumstyling. Ich habe überall doppelseitiges Tesa draufgeklebt. Der Busch steht mir über irgendwie. Zuerst kommen aber die Schallplatten. Klatschen wir einfach dran. Auch für doppelseitiges Tesa. Ich glaube, das wird ein bisschen schief. Und das letzte. Das war jetzt eine Geburt. Jetzt die ganzen Dinger. Nächstes Problem. Ich glaube, ich habe zu wenig gemacht. Ich habe nur 10. Oh. Aber ich habe mir die Wand irgendwie viel kleiner vorgestellt. Ich glaube, ich habe das nicht durchdacht. Wir kleben das jetzt einfach auf die Wand. Klatscht jetzt einfach da drauf. Oha, das sieht richtig gut aus. Aber wo kommt jetzt der Busch her? Das ist noch nackt. Und den Spiegel müssen wir auch noch kaputt machen. An diese Wand kommen jetzt LED-Lichter und Efeu. Willkommen zurück zum wilden Zimmerumstyling. Ich habe noch solche Schallplatten gekauft, aber ich weiß nicht, ob ich die auch drauf machen soll. Oh, ich habe heute übrigens einen Bad Hair Day, deshalb... Das ist mir zu viel Elektronik. Da ist ja noch mehr drin. Ach, du meine Güte. Und so eine geile Fernbedienung. Boah, ich sehe aus wie aus dem Busch. Ist so Joycam. Aha, da kommt die Maus raus. Also ich habe das hier schon dran gemacht, aber das reicht einfach nicht. Die Rolle ist einfach leer. Diese ganze Wand fehlt da noch. Ich bin so dumm. Einfach das letzte Stück. Ich hasse es. Das wird einfach so gut aussehen. Meine Mama hat gesagt, sie kann das Problem lösen. Meine LED-Lichter haben ihr nicht gereicht. Sie dachte sich wahrscheinlich, Maus, du bist zu blöd, lass mich übernehmen. Mama, aber was du machst, macht irgendwie auch keinen Sinn. Ich sehe schon, es ist schon wieder Panik auf der Titanic. Ja, Mom, ja. Hä, woher hast du dieses ganze Ding? Also ich verstehe noch nicht wie, aber ich stelle keine Fragen, ich klebe einfach weiter. Okay. Es sieht halt so geil aus. So ein kleiner Euphoria-Moment. Ich find's super. Ich habe das einmal halt so ums ganze Zimmer drum gemacht. Okay, diese Runde geht nämlich 1-0. Wir hatten ja das Problem mit dem Efeu. Wo soll ich das dran machen? Ja, eine ist schon runtergefallen. Es läuft super. Diese Pflanze stört mich. Vielleicht hierhin. Ich mache das einfach mit so Reißzwecken. Bin ich schlecht, Maus? Ja, also es hat nicht ganz gereicht.
Die liegt schon wieder auf dem Boden. Versuch Nummer 3. Ich glaube, so finde ich es richtig gut. Okay, okay. Ich finde es halt so schön. Ich bin halt verliebt. Ich liebe es halt einfach. Als nächstes ist der Spiegel dran. Entweder mache ich den grün oder schwarz. Ich habe mir ein Wolken-LED-Licht bestellt. Aber hier, das ist unsere Maus. Muss jetzt so richtig iconic sein. Ist ja nicht ganz heiß, würde ich denken. Oha, Jackpot. Warum ist denn die Maus so schmutzig? Ist das schon durchgebrannt? Ja, ich sehe schon einen Kurzschluss. Okay, okay. Ich liebe es. Entweder auf diese Wand oder auf diese Wand. Zerstören wir den Spiegel. Willkommen zurück zum wilden Zimmer-Umstyling. Juhu. Reißt es jetzt ab. Und die ganze Mühe war umsonst. Aber es war hier sowieso alles mega unordentlich. Also schlampige Arbeit. Das hat halt so lange gedauert, diesen Teppich zu machen. Ciao, Kakao. Jetzt ist die Maus nackt. Ich will probieren, so einen Spiegel zu machen. Oder den finde ich auch ganz hot. Das Problem müssen wir lösen. Wir brauchen so Modelliermasse. Und die Maus ist so ein bisschen schmutzig. Machen wir mal so eine Markierung. Ungefähr so. Ich nehme mir einfach so ein Ding und dann klatsche ich das einfach hier so drauf. Und verblende das Ganze so. Stellt euch einfach vor, das ist euer Ex. Ich habe so eine Mini-Sprühflasche. Kurze Gesichtsbehandlung. Einfach so glatt streichen. Das muss jetzt über Nacht trocknen. Aber soll ich es grün oder schwarz-weiß anmalen? Diese Wand ist eine Katastrophe. Willkommen zurück zum wilden Zimmer-Umstyling. Malen wir den Spiegel an. Ihr habt abgestimmt, der Spiegel wird schwarz. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Machen wir eine kurze Skizze. Ja, passt schon. Das dauert so unfassbar lange. Ich habe bis jetzt nur diese Ecke. Das alles fehlt noch. Ich glaube, ich warte, bis meine Mama nach Hause kommt und frage, ob sie mir hilft. Wünsche ich mir viel Glück, Charlie. Meine Mama übernimmt jetzt das wilde Zimmer-Umstyling. Wir malen jetzt den Spiegel fertig. Okay, ich helfe dir jetzt wirklich. Ich so malen nach Zahlen. Ich mache da jetzt noch Wasser rein. Die Farbe ist sonst viel zu dick. Läuft wie geschmiert. Fast fertig. Das ist auch schon der fertige reizende Spiegel. Also, ich finde die Maus richtig schön. 10 von 10. Meine Mama übernimmt jetzt das wilde Zimmer-Umstyling. Es gibt halt jetzt schon wieder ein Problem. Die Taschen müssen wir alle anmalen. Okay, ich helfe dir jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall eine zweite Schicht. Läuft doch wie geschmiert. So sieht die fertige reizende Wand dann aus. Einmal Seite Nummer 1 und Seite Nummer 2. Sollen wir da noch diese LED-Lampe dran machen? Die Wand machen wir jetzt kaputt. Willkommen zurück zum wilden Zimmer-Umstyling. Das Wolkenlicht kommt auf diese Wand. Erstmal die Vase runter. Da waren mal Pflanzen drin, aber die haben es nicht überlebt. Ich habe keinen grünen Daumen. Das habe ich ja komplett vergessen. Egal, das ist einfach ein Problem für später. Trennungen sind nie einfach. Was ist das hier? Panzertape? Ach du meine Güte. Nein. Da oben ist es ja noch schlimmer. Oh. Wenn euch das auch mal passiert, na dann viel Glück, Charlie. Ich muss kurz nachdenken. Ich bin so unfassbar dumm. Ich reiße ja die ganze Tapete ab. Bitte bring mich halt nicht um. Ich krieg das wieder unter Kontrolle. Auf drei, wir ziehen ab. Okay, 1, 2, 3. Oh. Okay. Ja, es läuft gut. Die Wand hat einfach Akne. Es war wirklich nicht extra. Ich habe eine Idee, Wir machen da so ein dickes, fettes Gitter hin. Guck, und dann hänge ich da solche Taschen auf und irgendwie noch so ein Regal und dann merkt man das gar nicht. Mensch, guck, das ist doch stylisch. Und da so das Gitter und dann so drüber das Licht. Ja, super, super. Wir haben ein Problem. Ich habe die Wand ja so ein bisschen kaputt gemacht. Ja, ich habe eigentlich so ein Gitter bestellt. Hier ist der Karton, hier ist das Gitter. Es ist Panik auf der Titanic. Schwester, was machen wir? Klatschen wir es einmal drauf. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Die Tasche vielleicht. Klatscht die Maus drauf, es kann eh nicht schlimmer werden. Kurzer Zwischenstand. Weiter weiß ich noch nicht. Wir machen jetzt dieses LED-Schild dran. Meine Mama sagt, ich habe ein Emo-Zimmer. Von dem zu dem. Es ist jetzt schon eine Tasche runtergefallen. Wir machen das jetzt gemeinsam als Team. Ich so... Okay. Das ist das fertige reizende Ergebnis. Meine Güte, sieht es toll aus. Absolut heiß. Ich liebe es. Meine Mama rettet jetzt das wilde Zimmer-Umstyling. Willkommen zurück zum wilden Zimmer-Umstyling.